Liebe Gemeinde, liebe Zuschauer zu Hause, ich begrüße Sie ganz herzlich zu diesem Gottesdienst. Er kommt heute aus der Dreieinigkeitskirche im Nürnberg-Gostenhof. Hier trifft sich die Gemeinde aus dem Stadtteil Gostenhof und sie trifft sich im Namen Jesu und deswegen feiern wir auch diesen Gottesdienst im Namen des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes. Jesus spielt eine große Rolle in unseren Gottesdiensten, aber eben auch unsere Beziehung zu ihm. Darum geht es auch. Und natürlich um unser Verhalten in dieser Welt, worauf der Wochenspruch für die kommende Woche hinweist. Also einen Satz aus dem Alten Testament, in dem Fall vom Propheten Micha, den wir immer wieder in dieser Woche erinnern können und der an jeden geht, weil du bist als Mensch angesprochen. Es ist dir gesagt, Mensch, was gut ist und was der Herr von dir fordert, nämlich Gottes Wort halten und Liebe üben und demütig sein vor deinem Gott. Amen. Statt Bestes ruft uns der Prophet, das Beste für die Stadt, damit es allen, allen, allen wohle geht. Baut Häuser und dann schreibt den Namen auf die Tür. Baut Häuser nicht aus Wolkendunst, denn hier, denn hier bleibt ihr. Suche der Stadt Bestes, ruft uns der Prophet, das Beste für die Stadt, damit es allen, allen, allen wohl ergeht. Pflanzgärten, esst die Früchte, bleibt bis zur Erntezeit. Pflanzgärten und dann hegt und pflegt ihr wechselhaftes Kleid. Suche der Stadt Bestes, ruft uns der Prophet, das Beste für die Stadt, damit es allen, allen, allen wohl ergeht. Nehmt Frauen und zwei Kinder, die Zukunft steckt darin. Gebt euren Kindern Gatten, lasst die Gemeinschaft blühen. Suche der Stadt Bestes, ruft uns der Prophet, das Beste für die Stadt, damit es allen, allen, allen wohl ergeht. Shalom, o Herr, es sei Friede zwischen dir und uns. Shalom, o Herr, es herrsche Friede zwischen uns. Wir senken die Augen, wir sind nicht rein. Wir heben die Augen, schau uns an. Wir wollen in Frieden leben, o Herr. Wir wollen in Gerechtigkeit leben, o Herr. Wir sehen so viel Streit in unserer Welt. Wir sehen Zorn und Wut und Angst. Wir hören zarte Stimmen, die flehen um Gnade. Wir hören laute Stimmen, Bauch ohne Herz. Wir sehnen uns, den Frieden zu fühlen. Mach uns friedfertig, o Herr. Wir sehnen uns nach Ruhe in der Seele. Lege die Ruhe in unser Herz, o Herr. Amen. Amen. Das heutige Evangelium, was gleichzeitig auch der Predigttext ist, steht bei Lukas im 9. Kapitel. Und als sie auf dem Wege waren, sprach einer zu ihm: Ich will dir folgen, wohin du gehst. Und Jesus sprach zu ihm: Die Füchse haben Gruben und die Vögel unter dem Himmel haben Nester. Aber der Menschensohn hat nichts, wo er sein Haupt hinlege. Und er sprach zu einem anderen: Folge mir nach. Der sprach aber: Herr, erlaube mir, dass ich zuvor hingehe und meinen Vater begrabe. Aber Jesus sprach zu ihm: Lass ihre Toten die Toten begraben, du aber geh hin und verkündige das Reich Gottes. Und ein anderer sprach: Herr, ich will dir nachfolgen,
aber erlaube mir zuvor, dass ich Abschied nehme von denen, die in meinem Haus sind. Jesus aber sprach zu ihm, wer seine Hand an den Pflug legt und sieht zurück, der ist nicht geschickt für das Reich Gottes. Ich glaube an Gott, den Vater, den Allmächtigen, den Schöpfer des Himmels und der Erde, und an Jesus Christus, seinen eingeborenen Sohn, unseren Herrn, empfangen durch den Heiligen Geist, geboren von der Jungfrau Maria, gelitten unter Pontius Pilatus, gekreuzigt, gestorben und begraben, hinabgestiegen in das Reich des Todes, am dritten Tage auferstanden von den Toten, aufgefahren in den Himmel. Er sitzt zur Rechten Gottes, des allmächtigen Vaters. Von dort wird er kommen, zu richten die Lebenden und die Toten. Ich glaube an den Heiligen Geist, die heilige christliche Kirche, Gemeinschaft der Heiligen, Vergebung der Sünden, Auferstehung der Toten und das ewige Leben. Amen. Für die Predigt ziehe ich mir dann doch den Talar an, damit man sieht, dass es etwas Geistliches ist. Thank you.
Liebe Gemeinde, liebe Zuschauer vor den Bildschirmen, wir haben das Evangelium gehört, wo Jesus Menschen begegnet und mit denen redet oder sie reden mit ihm und er antwortet darauf. Er beginnt mit einem Beispiel, das im Wald spielt, Füchse. Also wir stellen uns das wirklich so vor, wie Füchse durch den Wald schleichen, auf ihre Beute gespannt. Und wir sehen sie dann auch nach Hause trotten, auf den Fuchsbau zu. Und dann haben sie da drin ihre Ruhe. Als Menschen, die wir nicht mehr in Höhlen leben, fällt uns die bekannte englische Redewendung ein, my home is my castle. My home is my castle. Mein Zuhause ist der Ort, wo ich abgeschirmt bin, wo ich meine Ruhe habe, wo ich meine Sicherheit habe. Bei uns in Deutschland wird das so ernst genommen, dass eines der strengsten Gesetze die Unverletzlichkeit der Wohnung betrifft. Das ist ganz wichtig. Es muss für mich einen ungefährdeten Rückzugsort geben. Aber Jesus sagt, bei mir ist es anders. Ich muss immer unterwegs sein, weil ich ja den Weg zu den Menschen habe, weil ich auf die Menschen zugehe. Und wer mit ihm unterwegs ist, der kann sich nicht mit Mauern umgeben. Der kann sich nicht in ein Schloss oder in eine Burg zurückziehen. Er muss zugänglich sein für andere. Er muss offen sein für neue Begegnungen. Sie muss sich ansprechen lassen, sie muss andere ansprechen. Das ist Jesu Grundhaltung, Offenheit den Menschen gegenüber. Und diese Offenheit macht ihn dann auch tatsächlich schutzlos, verletzlich. Er wird von seinen Gegnern gefangen. Er wird von seinen Gegnern gequält. Er wird von seinen Gegnern ans Kreuz gehängt. Diese Offenheit ist eine gefährliche Offenheit. Sich an Jesus zu halten, bedeutet auch für uns, Unsicherheiten im Leben zu haben. Jesus ist in Aktion und bleibt in Aktion. Und die, die mit ihm sind, ebenfalls. Im zweiten Gesprächsbeitrag geht es um den Umgang mit Toten. Wir haben unsere Sitten und Gebräuche, aber sie können uns fesseln. Wer über Friedhöfe geht, kann dort spüren, dass das ein besonderer Ort der Ruhe ist. Auch der Achtung vor den Toten. Ich als Pfarrer mache bei Beerdigung, bei dem Weg zum Grab, aber auch die Beobachtung, diese Achtung bröckelt. Als ich ein junger Pfarrer war, ein 68er, war klar, wenn der Sarg mit der Trauergesellschaft kommt, bleiben die anderen Besucher des Friedhofs stehen. Manche hatten Mütze auf, nahmen die Mütze ab, auf alle Fälle falteten sie ihre Hände und warteten, bis der Zug vorüber war. Auch die Trauergesellschaft ging im Schweigen. Das ist heute anders. Manche gießen weiter ihre Blumen oder eilen noch schnell über den Weg, um vor dem Sarg noch auf die andere Seite zu kommen, weil sie es ja so eilig haben. Und wer weiß, ob sie nicht bereits vor Erreichen ihres Zieles dann sterben. Also, ja, ja. Und die Trauergesellschaft oft genug im Gespräch, manchmal mit Lachen. Ist das angemessen? Ich lasse die Frage offen. Bei Jesus geht es um das andere. Zwar ist eine würdige Bestattung wichtig, weil es ja auch um die Achtung vor dem Menschen, der verstorben ist, geht. Aber es gibt Wichtigeres. Jetzt findet dein Leben statt. Das ist eine Botschaft. Jetzt findet dein Leben statt. Du bist jetzt gefragt. Du musst jetzt handeln, du musst jetzt agieren. Damit meint Jesus nicht den Umgang mit Verstorbenen. Natürlich, wenn jemand verstorben ist, dann müssen die Angehörigen ganz viel tun, ganz viel agieren, damit es alles auf die Wege kommt und richtig läuft. Aber vielleicht ahnt Jesus, und wir spüren das im täglichen Leben beim Umgang mit anderen Menschen auch so, dass sich so mancher hinter angeblich dringenden Dingen versteckt. Es ist so wichtig, dass ich es vorschieben kann. Und da sind wir wieder bei dem Bild von dem Schloss, von der Burg, von dem Castle, wie eine Mauer. Dann muss ich doch nicht mit Jesus unterwegs sein, weil ich habe noch was ganz Wichtiges zu tun, und wenn ich das nicht tun würde, dann wäre es schlimm. In allen drei Antworten, die Jesus gibt, geht es um Menschen, die sich an ihn halten wollen, die bei ihm bleiben wollen. Manche großen Maler der Romantik haben da schöne Bilder gemacht. Also da ist Jesus zu sehen und Felder und ihn begleiten seine Jünger, die sind bei ihm. Sie laufen vielleicht so, dass er vorausgeht und sie laufen hinter ihm, oder er bleibt stehen und sie gruppieren sich um ihn. Die Menschen sind mit ihm zusammen auf dem Weg, egal ob sie gehen oder stehen.
Es geht immer um das Dabeisein. Bei der dritten Antwort greift Jesus auf eine Erfahrung seiner Zeit zurück, die jetzt nicht wirklich die Erfahrung von den meisten von uns ist. Es geht um einen pflügenden Bauern. Mancher hatte nicht mal einen Ochsen, der er vor den Pflug spannen konnte, sondern musste es mit eigener Händekraft, mit den eigenen Muskeln machen. Und es gibt, das habe ich schon gesehen, auch Menschen, die es heute noch so machen müssen, selber mit dem Pflug durch den Acker ziehen. Und du kannst dir vorstellen, dass dann, wenn du es wirklich machst und du, der Blick geht zurück, ja, was machst du jetzt? Dann schaust du, oh, ich muss ja in die Kamera schauen. Entschuldigung, ich habe gerade, das war jetzt natürlich, ja, so ist es, ja. Du schaust nach hinten und dann bist du nicht mehr orientiert. So ist es mit diesem Bauern, der ach, vielleicht auch denkt, ah, wie viel habe ich schon geschafft? Was habe ich alles schon hinter mir? Ah, wie frisch war ich da hinten und wie müde bin ich jetzt? Gut, wir sind keine Bauern. Ich möchte mal ein Beispiel nehmen, das auch die wenigsten von uns aktiv betrifft, weil wir kaum Lkw-Fahrer sind. Aber stellen wir uns heute vor, auf der Autobahn, ein Lkw-Fahrer sitzt bei seinem Brummi hinter dem Lenkrad und schaut nach hinten, schaut nach hinten. Das muss er ja manchmal auch wohl wirklich tun, aber besser mit dem Rückspiegel. Denn er muss ja auch gerade nach vorne schauen. Und stell dir mal vor, der fährt so, dann kommt sein Lkw in Schlingern. Und was das bei einem Lkw heißt, das kannst du dir vorstellen. Das wird ganz, ganz gefährlich. Es gibt einen schlimmen Unfall. Aber natürlich geht es bei Jesus seinerzeit nicht um Pflüge und heute nicht um LKWs. Es geht darum, was wir in unserem Leben mit dem Blick in die Zukunft machen. Natürlich wird es nicht wie früher, das wissen wir. Zukunft, das ist nicht die Vergangenheit, das wissen wir. Darum ist der Blick zurück vielleicht am Feierabend schön. Wir sitzen zusammen, unterhalten uns über hübsche Sachen aus der Vergangenheit, oder Familienkreis oder Freundeskreis, beim Bier, beim Wein. Und auch bei Planungen, ganz, ganz wichtig, du musst auf deine Erfahrung zurückgreifen. Also der Blick nach hinten ist nicht einfach schlimm. Aber er muss letztlich nach vorne gehen, mit Erfahrungen im Rücken, in der Vergangenheit, aber dem Neuen zugewandt. Ich kenne es von Nachtwanderungen durch den Wald mit meinen Konfirmanden. Kann sich jeder vorstellen, die Konfirmanden gehen in die Nacht hinaus, vielleicht noch ein bisschen Mond zu sehen, ein paar Sterne. Aber sie gehen dann, jetzt wird es besonders gruselig, in den Wald hinein. Das ist noch dunkler, jetzt siehst du vielleicht nicht mal mehr den Mond. Aber du ahnst noch, wer vor dir ist. Du hörst auch, wie die Zweiglein krachen. Okay, du bist dabei. Und dann, naja, das sind ja junge Leute, was machen sie? Ne? Bleib mal hier stehen, bleib mal dort stehen. Und dann passiert es eben. Dann bleiben zwei da stehen und merken plötzlich, hinter mir war gar niemand mehr. Und sie stehen allein da. Wo sollen wir jetzt gehen? Da gehen sie erstmal weiter und merken, ich kann den Weg im Dunkeln gar nicht sehen. Und ich kann mich auch nicht an den anderen orientieren. Und jetzt rede ich mal von der Zeit, wo es keine Handys gab. Dann war ich vorne mit meiner Gruppe und irgendwo waren noch zwei Konfis, die sich einfach unterhalten hatten. Wir kamen auf eine Lichtung und dann, typisch, stellen wir uns im Kreis auf, wir blicken zum Himmel in die Unendlichkeit des Weltalls und wir beten mit einem Gefühl für die Größe Gottes. Und ich merke, da fehlen doch zwei. Wo sind die? Und dann machen wir uns auf die Suche. Und es geht nicht, weil wo sind die geblieben? Da gibt es Abzweigungen weg. Also wir merken bei so einem Beispiel, das will ich ganz plastisch, ganz drastisch und ganz realistisch ist, wie wichtig es ist, dabei zu bleiben, ja, und nicht einfach nach hinten zu gucken oder hinten zu bleiben. Wer den Anschluss nicht hält, der, und genau das meint Jesus, wenn du nicht dabei bleibst, weil anderes dir im Augenblick wichtiger ist, dann stehst du plötzlich allein in der Gegend. Dann hast du den Anschluss verpasst. Jesus erwartet, dass die, die mit ihm auf dem guten Weg bleiben wollen, auch da bleiben, auch dabei bleiben. Da muss manches Wichtige zurückgelassen werden. Und die Seele darf dem Zurückgebliebenen nicht nachtrauern. Ja, bei dem Nachtrauern ist es so, dann ist der Anschluss verpasst. Dann bewegt die Vergangenheit derart deine Seele, dass du nicht frei bist für die Zukunft. Bei vielen Sachen, die uns bewegen, können wir uns immer wieder fragen, sind wir nah genug an dem, was uns wirklich wichtig ist? Sind wir da nah genug dran? Oder schiebt sich Unwichtigeres für das, was uns wichtig ist? Und dann ist das andere auf einmal weg. Ist die Seele frei für die Gegenwart? Ist die Seele frei für die Gegenwart oder an die Vergangenheit gebunden? Diese Infragestellung Jesu
geht in das Zentrum unseres Lebens. Mit Jesus bist du immer unterwegs. Die Ruhe findet deine Seele bei ihm. Aber das ist eine ganz spezielle Ruhe, die nur einkehrt, wenn du dich von den anderen bequemen Ruhemöglichkeiten unseres Lebens gelöst hast. Dann hast du die Ruhe für deine Seele jetzt. Amen. Streifen durch die Wälder, finden Zuflucht in ihrem Bau. Doch wenn du dich um dein Zuhause sorgst, wird der Himmel eng und grau. Die Vögel unter freiem Himmel sind durch Ländergrenzen nicht gebunden. Doch wenn sie sich ihre Nester bauen, werden sie vom Feind schon leicht gefunden. Die goldene Vergangenheit als Zukunft sich erwählt, hat die Gegenwart, die auf ihn zukommt, gnadenlos verfehlt. Wer die goldene Vergangenheit als Zukunft sich erträumt, hat die Gegenwart, die auf ihn zukommt, hoffnungslos versäumt. Wenn der Bauer pflügt und schaut zurück zu dem Haus, aus dem er heut morgens ging und bei der Arbeit sich auf sein Abendbier schon freut, pflügt er rückwärts, vorwärts, denkend, krumme Furchen in blinder Fahrt. Wer die Vergangenheit als Zukunft wähnt, verliert die Gegenwart. Wer die goldene Vergangenheit als Zukunft sich erwählt, hat die Gegenwart, die auf ihn zukommt, gnadenlos verfehlt. Wer die goldene Vergangenheit als Zukunft sich erträumt, hat die Gegenwart, die auf ihn zukommt, hoffnungslos versäumt. Die Störche auf den Kirchendächern brüten klappernd ihre Jungen aus. Doch wenn sie die Ferne ruft, verlassen sie das Kirchenhaus. Wer die Freiheit gegen Sicherheit tauscht, tauscht Tod für pures Leben. Lass die Toten ihre Toten begraben, so verdorren ihre Leben. Wer die goldene Vergangenheit als Zukunft sich erwählt, hat die Gegenwart, die auf ihn zukommt, gnadenlos verfehlt. Wer die goldene Vergangenheit als Zukunft sich erträumt, hat die Gegenwart, die auf ihn zukommt, hoffnungslos versäumt. Herr Jesus Christus, du hast die Liebe in den Mittelpunkt deiner Verkündigung gestellt. Wir danken dir für die Liebe, die uns aus der Schöpfung entgegenkommt, dass wir leben können. Wir danken dir für die Liebe, die wir durch die Geschichten von dir spüren können. Wir bitten dich um die Vielfalt der Liebe, wenn wir uns begegnen. Wir sehen das Dunkle in dieser Welt. Wir sehen das Leid, das sich Menschen gegenseitig zufügen. Wir sehen zu den Kriegen, die Menschen und sinnlose Opfer fordern. Wir sehen zu dem verdrängten Hunger in den neuen Wüsten im Süden. Wir bitten dich, bringe Licht ins Dunkle. Sende Boten der Liebe dorthin, wo Hass und Verzweiflung sich die Herzen erobern. Wir sehen zu den Tieren, deren Lebensräume durch uns zerstört werden. Wir sehen die Meere, die zu aufgeschäumten Müllhalden werden. Wir sehen durch die Gase, die unsere Atmosphäre unbemerkt zerstören. Wir bitten dich, führe uns Menschen auf neue Wege. Du hast uns das Gebet zum liebenden Vater gegeben. In deinem Geist sprechen wir es. Vater unser im Himmel,
geheiligt werde dein Name, dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen. Der Herr segne euch und behüte euch. Der Herr lasse sein Angesicht leuchten über euch und sei euch gnädig. Der Herr erhebe sein Angesicht auf euch und gebe euch Frieden. Amen.